Liebe Schwestern und Brüder, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Dieser Satz aus der Lesung, die wir gehört haben, ist sowohl als Ermutigung gedacht, aber auch als ein Anspruch. Der Brief, den wir gehört haben, richtet sich an Christen, die am Ende des ersten Jahrhunderts verstreut in einer nichtchristlichen Umwelt lebten. Die Christen wurden misstrauisch angesehen, weil sie sich manchmal doch ganz anders als die Menschen ihrer Nachbarschaft verhielten. Sie wurden deswegen verdächtigt und diskriminiert. Und gerade in dieser Situation der Anfeindung werden sie ermutigt, zu dem zu stehen, was für sie zum Lebensinhalt geworden ist: der Glaube an Jesus Christus. Nicht aufgeregt oder wichtigtuerisch sollen sie auftreten, sondern sie können ganz gelassen sein, weil sie sich nichts vorzuwerfen haben. Aber es steckt eben auch ein hoher Anspruch hinter dieser Aufforderung, jederzeit und jedem Rede und Antwort zu stehen. Manchmal spüren auch wir etwas von dieser Anforderung, wenn wir auf unseren Glauben angesprochen werden. Wenn auch wir einmal wegen unseres Glaubens schief angesehen werden. Zu unserem Glauben zu stehen, fällt uns nicht immer leicht. Und wenn wir bedenken, hier in diesem Umfeld des KZ Dachau, das wir gerade kennengelernt haben, als Häftling war dies, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die ihn erfüllt, eine besonders hohe Anforderung Jesu. Als Häftling oder vielmehr als eine Nummer, nämlich 2647, lebte unser Pater Engelmar hier auf dem Priesterblock fast 4 Jahre bis zu seinem Tod in dem Typhusbarack. Hier in diesem ersten Konzentrationslager des Dritten Reichs wurde die Menschenwürde von 200.000 Gefangenen aus fast 40 Nationen, ja, jeden Tag mit Füßen getreten. Und alleine im sogenannten Priesterblock lebten 3.000 Geistliche auf engstem Raum beisammen. Man war wohl niemanden, der hier in diesem Konzentrationslager leben, ja oder besser überleben musste, einen Vorwurf daraus machen, wenn er versuchte, diese Alltagshölle für sich etwas angenehmer zu gestalten. Die Versuchung, sich dieses harte Leben etwas zu erleichtern, war groß. Viele verbitterten, denn der Sklavenarbeit bei Wasser und Brot konnte niemand entgehen. Und die wenigen Essenspakete, die Angehörige dann ins Lager schicken durften, waren für sie eine willkommene Ergänzung zur angebotenen Magerkost. Hunger herrschte überall im Lager. Und obwohl die zusätzlichen Essenspakete vielfach schon für eine Person zu wenig waren, wurden viele davon mit denen geteilt, die sie nötig hatten.
Die Hauptsorge von Pater Engelmar galt dabei vor allem immer den russischen Mitgefangenen, die in der Lagerhierarchie ganz unten standen. Wenn seine eigenen Essensreste nicht für alle Hilfsbedürftigen reichten, dann bettelte er auch bei seinen Mitbrüdern in der Baracke um weitere Lebensmittel aus deren Paketen, um möglichst vielen helfen zu können. Er lernte in seinen wenigen freien Minuten Russisch, um mit diesen Leuten zu sprechen, was natürlich strengstens verboten war. Heimlich und im Stillen gab er einigen dabei auch religiösen Unterricht anhand eines handgeschriebenen Katechismus, der in mühsamen Stunden im Lager geschrieben wurde. Und so konnte er wieder aus seinem Glauben, aus seinem Vertrauen in Gott heraus vielen im Herzen verwirrten wieder eine Ordnung bringen, sie neu ausrichten, ihnen einen Weg weisen. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.